Bis zum Kinderarzt oder so, weil da gibt es auch Kinderarzt. Ja, geil. Wo wechselt man denn jetzt bei Rewe eine Windel? Scheibenkleister. Ich habe mir online ein Baby bestellt und es ist ein echter Babysimulator. Man soll damit testen, ob man dem Elternsein gewachsen ist. Das Baby reagiert auf groben Umgang und hat Bedürfnisse. Wie Essen, Trinken, Windel wechseln, Zuneigung und Bäuerchen machen. Für alles gibt es verschiedene Handgriffe. Ja! Davor hab ich Angst. Man muss auch beides können im Leben. Nun liegt es an mir, dieses Kind in den nächsten 24 Stunden so gut wie nur möglich zu versorgen und eine top alleinerziehende Mami zu sein. Vorsicht, ihr werdet gleich beide überfahren von diesem wundervollen Bus. Hätte ich vorher gewusst, was passiert, hätte ich mir ein anderes Video überlegt. Aber viel Spaß. Muss ich auch sofort ausschalten? Nee. Es ist 4.51 Uhr. Und ich hatte gerade den gruseligsten Moment meines Lebens. Weil einfach dieses Kind angefangen hat zu schreien. Oh Gott, ist das gruselig. Ich trau mich gar nicht hinzugehen. Ach nee. Ich komme. Alles gut, ich komme. Bleib mal ganz... Oh Gott, ist das... Also, wenn meine Nachbarn das hier mitbekommen. Alles gut. Alles gut. Bleib mal ganz locker. Oh. Guten Morgen. Ich bin überfordert jetzt schon. Okay, komm mal her. Hallo. Das war ja easy, dann kann ich nicht verschlafen gehen. Kannst du bitte leise sein? Es ist 4 Uhr nachts. Meine Nachbarn schlafen noch. Bleib mal ganz locker. Was mache ich denn? Oh Gott. Scheiße. Wir versuchen erstmal hier was zu trinken und zu essen zu gehen. Oh Gott sei Dank. Oh Gott, es ist stressig. Oh nein, ich will das nicht machen. Oh mein Gott, das Ding ist, ich bin im Schlaf einfach vergessen, dass ich das Video gestartet habe. Oh mein Gott. Ah, wie lange trinkst du, isst du, was auch immer. Nicht, dass du jetzt gleich zu viel isst und kotzt. Okay, das ist krass. Man weiß nicht, was die wollen, wenn die schreien. Hä? Ob die jetzt wirklich Hunger haben oder einfach nur kackt haben oder... Was denn? Echt? Nein? Mehr, ne? Trink, bitte. Was los? Was los? Oh nein. Ich muss es ein bisschen wecken vielleicht. Alles gut. Alter. Nein! Was denn? Was los? Willst du noch was essen? Was? 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 Ich glaube, du musst ein kleines Bäumchen machen, ne? Und das hat geholfen, dass ich hier drauf geklopft habe. Du bist ein kleiner Trommel. Willst du noch weiter schlafen? Oder bist du jetzt wach? Hä, warte mal. Bist du jetzt komplett wach? Ich sehe jetzt ein schönes Lied für dich einfach. Ich schlafe zusammen. Baby! Schläft. Komm, komm, wir gehen ins Bett. Ich sehe auch so scheiße aus. Okay, wir schlafen jetzt noch eine Runde. Das ist echt schwer, Alter. Du bist echt schwer. 5:01 Uhr. Oh mein Gott, das ist das perfekte Kissen für Layla. Es atmet einfach, ich heule. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du heilige Scheiße. Bitte, bitte, schlaf einfach. Gute Nacht. Boah, ich freue mich ja schon richtig auf den Alltag mit dir, mein Schatz. Bitte, 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 sonst halte ich diesen Tag nicht aus. Das kann doch nicht wahr sein. Oh nein. Alles gut. Ich bin gerade wieder eingeschlafen. Was ist denn los? Wow, wow, wow. Es schreit so laut. Nein. Es will nichts trinken. Oh nein. Ich werde am liebsten mitschreien. Ich glaube, wir müssen die Windel wechseln. Ah. Wenn ich meine Hand hier auf diesen Lautsprecher lege, dann ist es leiser. Bleib mal locker, bleib mal locker, bleib mal locker, bleib mal locker. Wo ist die Flasche? Oh, Gott sei Dank. Hier, das ist doch entspannt. Muss man wirklich mitten in der Nacht essen? Ist das wirklich, hast du so Cravings, Alter? Ist lecker. Oh Gott. Ey, das ist wirklich laut, ne? Nächstes Mal mache ich ein Dezibelmesser an. Ich schwöre, die Polizei rufe meinen Nachbarn. Ich kann das nicht. Du kleines, süßes Bubibu. Bist du satt? Geht's dir gut jetzt? Ich geh jetzt aber auch damit, ich hoffe, das geht, Alter. Bitte, Layla, schlaf. Immer wenn ich weggehe, fängt sie wieder an zu schreien. Schlaf. Okay. Oh Mann! Scheiße, sie braucht gerade Zuneigung. Ich muss aber auf Toilette. Scheiße, das wird so anstrengend. Dann ist mein Leben jetzt schon auseinander. Wir schlafen jetzt nochmal eine kleine Runde. Wir versuchen es noch einmal. Liegst du nicht? Okay, was ist dein Problem, ja? Gute Nacht. Das ist echt realistisch, glaube ich, ne? 6:28 Uhr. Es ist ja nicht mal wirklich mein Kind. Hm. Mm-mm. Mm-mm.
Oh Mann. Es ist echt ein paar Minuten später. Was ist los, Maya? Maya. Mami holt nur kurz deine Windeln. Ich glaube, du hast auch eben gar nicht mehr geschlafen. Du bist jetzt wach einfach, ne? Starten wir den Tag. Was macht man denn jetzt um 6 Uhr morgens? Ach krass, in der Windel ist ein Chip drin. Also das erkennt das auch wirklich richtig. Legen wir uns jetzt nochmal hin? Warte, jemand hat mir gesagt, ich muss den Fliegergriff machen. Das ist ja, glaube ich, oh, bist du schwer. Und fliegen wieder zurück ins Bett. Machst du ein bisschen Decke, machst du ein bisschen hier, machst du ein bisschen da. Probieren wir es nochmal, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Es hat gerade getrunken. Alter, also, es bringt, glaube ich, jetzt auch gar nichts mehr, irgendwie sich hinzulegen. Starten wir jetzt den Tag. Du frühstückst. Ich habe ganz viel vor. Also es ist wirklich ein Alltagstag und meine Haare, wie ich jetzt schon aussehe. Machen wir uns erstmal ready und gucken, wie wir diesen Tag meistern, ne? Ey, das wird, glaube ich, ich habe einfach nur Angst. Wenn ihr diesen Channel nicht abonniert, ja, dann gibt's Schläge. Sorry, das ist nicht meine Aggression, die ich weitergegeben habe. Das sind die anderen Gene von der anderen Seite. Guten Morgen, Welt! Ich wusste, dass das so anstrengend wird, hätte ich mit einem Freund war. Ich finde, wir sollten dich erstmal taufen. Hier ist noch ein bisschen Zitronenwasser von mir. Du heißt Layla. Mein Gott. Also alleine das Bett zu machen, mit einem Kind im Arm, ganz neues Level, ne? Ganz neues Level. Ich habe jetzt schon Rückenschmerzen. Wir machen ihr jetzt hier so ein richtig cutes Bett. Du bist mein Blume und du kommst auch an eine Blume rein. Hier bist du behütet. Guck mal, das sieht doch ultra. Was willst du? Bleib mal locker, ja? Ich muss jetzt auf jeden Fall duschen. Ich nehme sie jetzt so einfach mit ins Badezimmer und bitte mir 3 Minuten, okay? Ist noch gut. Also ich finde, das ist ein super Platz. Ich weiß nicht, ob das jetzt echt gefährlich ist. Das kann schon gefährlich werden, ne? Wir riskieren lieber nichts. Du bleibst hier, ich gehe da rein und danach sind wir wieder vereint. Check? Check. Es hat wirklich geklappt. Also okay, ich habe auch wirklich Powerduschen gemacht. 1 Minute straight out. Aber ey, Layla, das erste Mal richtig top verhalten. Ich bin stolz. Rudy, Rudera, Sister. Ich will natürlich eine Milf sein. Ich will natürlich auch gut aussehen. Layla schläft da hinten. Dann nutze ich mal die Gunst der Stunde. Mache mich ein bisschen ready, damit ich mich nur scheiße von der Nacht fühle und nicht auch so aussehe. So, ich bin ready. Na, wie sieht deine Mami aus? Hot, ne? Du hast Glück, also du wirst später genauso aussehen. Es ist jetzt 10 Uhr. Ich habe um 12 Uhr einen Zahnarzttermin. Das ist so schon stressig. Und mit dir, das wird noch viel witziger. Davor müssen wir noch einkaufen gehen und davor habe ich Angst. Ist ja nicht auch so, dass du sie nur beruhigen musst dann, sondern dass sie das Ganze auch noch filmen muss und die Leute drumherum, egal. Dann würde ich sagen, komm mal her. Wir ziehen dir jetzt erstmal ein freshes Outfit an. Dieses Abgeranze hier, das kann ja einmal sehen, du. Was dein Vater dir hier angezogen hat, ey. Unfassbar. Sag ihm, du ausziehen, dein kleine süße Socke. Und den anderen auch. Puh. Also ich verhalte mich jetzt auch so, als wäre das wirklich mein Baby, ja? Oh mein Gott, ich entwickle gerade eine Abneigung zu meinem Kind. Ich habe Angst vor kleinen Löchern und da sind ganz viele kleine schwarze Löcher und auch noch in einem Körper drin. Okay. Ich werde dich einmal umziehen und danach nie wieder. Ich kann das nicht, egal. Für dich überwinde ich meine Ängste, okay? Nur, dass du weißt. Für dich mache ich alles. So ist das, oder? Wenn man Mama ist. Schauen wir mal, was möchtest du denn heute tragen? Zeig mal erstmal deinen Windel. Alles frisch, du riechst wie eine Blumenwiese. Also ich entscheide mich, glaube ich, heute für diesen süßen Pinguin-Strampler. Der ist mit Thermo. Ein bisschen mithelfen vielleicht, ein bisschen mithelfen. So. Los. Hoch die Hände, Wochenende. Wee, wee, wee. Mashallah, du siehst überfresh aus. Sag mal, dein freshes Fit, man. Sag mal, wie viel ist dein Outfit wert? Unbezahlbar, ne? Dann packe ich jetzt noch die Babytasche. Windel muss natürlich mit. Ich habe halt nichts, worin ich dich transportieren kann. Das bedeutet, ich muss dich den ganzen Tag auf meinem Arm tragen. Das ist sehr belastend, falls irgendwas ist, ja? Ein Handy, ne? Ruf mich an und dann bin ich wieder da, okay? Hoch lebe die Technologie! Hey, hey! Dann geht's jetzt auf in die Außenwelt. Wir rocken das wie eine 1. Wir rocken das wie AC/DC. Okay, wir sind draußen. Brauchst du auch was aus der Apotheke? Vielleicht hole ich mir auch noch einen Stillsaft. Dann ist sie vielleicht still und heult nicht mehr. Das ist jetzt gerade auf der Unangenehmigkeitsskala sehr weit oben. Ich bete einfach nur, dass es jetzt nicht anfängt zu schreien. Ich bräuchte einmal Schmerztabletten. So 800er. Schwangerschaft liegt nicht vor? Nee. Okay. Oh mein Gott, das hast du super gemacht. Hier sieht es sehr kinderfreundlich aus und wir müssen was frühstücken. Deswegen gehen wir jetzt hier rein und was trinken und chillen müssen. Nein! Was ist los? Scheiße, ich glaube, ich habe ihren Kopf gerade. Ich raste aus. Das ist jetzt schon die erste. Oh nee! Leute, das ist so unangenehm. Hör auf damit! Wir setzen uns einmal hier draußen hin. Vielleicht hast du Hunger? Testen wir das mal. Es ist kein Hunger. Hallo. Du bist jetzt ganz ruhig.
Dankeschön. Also es war wirklich gerade so, dass ich sie beim Bäcker einfach ein bisschen falsch gehalten habe. Gehe ich jetzt zu einem anderen Bäcker, da sitze ich gleich. Ja, komm, wir versuchen nochmal, ne? Ich glaube, ich binde mir gleich irgend so ein Schild um, wo drauf steht, ich mache ein Elternpraktikum. Ich dachte, das fängt schon wieder an zu schreien, wenn sie sagt, Hallöchen. Man muss so krass auf diesen Kopf aufpassen, dass der nicht zu weit nach hinten sich neigt. Das ist so schlimm. Also ich lasse mir gleich meine Zähne bleachen und es greift die Zähne so an. Man hat richtig Schmerzen. Deswegen muss ich erstmal was fugen und eine Schmerztablette nehmen. Krusch, ne? Immer wenn diese Tür anfängt zu quietschen, merke ich dieses Babyschrei. Entspannt. Wir sind gestärkt, deshalb kann es jetzt zum Einkaufen gehen. Also jetzt mal for real. Mein Arm fällt gleich ab. Ich kann es nicht mehr tragen. Fuck. Wisst ihr, was ich krass finde? Es wird irgendwann der Moment kommen, da werde ich einfach schwanger sein und wirklich ein Kind bekommen. Und ihr werdet es mitbekommen. Also mitbekommen. Ihr werdet es nicht mitbekommen, sondern mitbekommen. So können wir wenigstens richtig einkaufen. Kopf sitzt fest. Geht's dir gut? Ja. So, jetzt viel Spaß, ja? Wir sehen uns dann nachher. Unser erster Einkauf. So, jetzt haben wir den Salat. Jetzt geht's los. Ja, geil. Ja, feierlich. Bleib mal locker. Was hast du? Wir werden das jetzt hier ganz entspannt regeln. Okay, oh Bombe. Sie hat tatsächlich nur Hunger. Das hätte mir natürlich auch vorher klar sein sollen. Wir sind in einem Supermarkt. Hier gibt es sehr viel Essen und da kriegt man auch schon mal Hunger. Das geht mir genauso. Wäre natürlich perfekt gewesen, hätten wir eben zusammen frühstücken können, aber macht nichts. Machen wir mal nächstes Mal. Oh Mama, du bist Oma. Pia ist ein Kind. Ah, wie süß. Was ich habe das gar nicht gesehen. Mama, das war ich. Es muss immer noch weiter trinken. Und wir haben uns gerade ganz zufällig getroffen, aber es zieht dich dahin, wo deine Kinder sind, Mama. Ja, natürlich. Das ist der Instinkt, Alter. Ja. Den habe ich auch schon entwickelt. Oh, ich kann nicht mehr. Wie hast du das alles gemacht mit mir? Ja, danke. Danke. Es ist fertig. Sehr schön. Fertig. Jetzt so ein kleines Bäuerchen. Weiß eigentlich, wie man bewegt. Überall, wo ich jetzt Babyschreien höre, ist so, oh mein Gott. Es fängt schon wieder an. Oh Mann, was ist jetzt los? Was? Kann ich nicht leiser stellen? Nein. Ich glaube ja, es muss nur ein Bäuerchen lachen. Ja, ey, die gucken mich alle so dumm an, Alter. Ja, bis nachher zu Hause, ja? Bis nachher. Alles gut wieder? Du hast gerade mit mir geredet. Oh mein Gott, seine ersten Worte waren, ich will zu McDonald's. Ich glaube, das müssen wir dem Kind erfüllen. Man muss aber Zeit auch ganz anders planen mit so einem Kind, ne? Um 12 Uhr habe ich den Zahnarzt. Weiß jetzt nicht, wie ich so schnell da hinkommen soll. Leute, es ist außer Rand und Band. Ey, es kann sein, dass es Zeit ist für die Windel. Scheiße. Nicht jetzt? Ja, geil. Wo wechselt man denn jetzt bei Rewe eine Windel? Hier ist so ein Hocker. Es geht nicht anders. Das ist die absolut stressigste Situation meines Lebens. Bitte beruhig dich. Ich muss jetzt ganz schnell diese Windel wechseln. Alles wird gut. Oh ja, es wird ruhiger. Oh mein Gott. We gonna fresh you up. Ich finde, ich bin schon echt cool geblieben. Aber kann auch sein, weil hier die Tiefkühlabteilung ist. Wäre dieser Hocker hier auch nicht gewesen. Ich hätte gar nicht gewusst, was machen soll. Alles geregelt. Ich schwör's euch, die Frauen von der Fleischtheke hätten mir fast beim Windelnwechseln geholfen. Der Einkauf ist bezahlt. Allerdings ist diese Einkaufstüte so extrem schwer. Oh mein Gott. Wow. Das ist Next Level. Ey, das ist so schwer. Da hatte noch jemand keinen Bock auf seine Kinderüberraschung. Ich kann nicht mehr. Wenn man es über die Schulter trägt, dann ist es machbar. Jetzt müssen wir auch noch zu einem 500 Kilometer weit entfernten Zahnarzt. Oh ja, jetzt regnet es auch noch. Okay, gar kein Problem. Okay, es geht wieder los. Es hat keinen Hunger, vielleicht muss es aufstoßen oder so. Da muss man es senkrecht halten. Oh ja, es beruhigt sich, das ist doch super. Okay, hallo, guten Tag, ich würde gerne ein Taxi bestellen. Einfach Gentleman, ja. So wird man ja als Mutter behandelt. Danke. So, wir sind zusammen angeschnallt. Wir beide sind in Sicherheit. Der ist zum Kinderarzt oder so, weil da gibt es auch Kinderarzt. Ne? Nee, ich muss zum Zahnarzt. Wir sind angekommen und dass ich diese Einkaufstüte mit habe, das hätte wirklich nicht sein müssen. Ich bin jetzt mindestens 40 Minuten beim Zahnarzt und ich hoffe wirklich, dass sie keine Faxen macht. It's raining man. Warum regnet es nicht wirklich Männer? Dann könnte einer ein bisschen mehr helfen. Oh nein. Wow, wow, wow. Babe. Babe, Babe, oh. So, oh, guck mal, geht schon wieder. Bitte, bitte mach das nicht. Nein! Nein! Also es gibt so viele Sachen, die man immer machen muss. Oh mein Gott! Ja. Muss ich auch zur Not ausschalten? Nee. Ich fühle mich so beschwert. Unverschämt. Richtig unverschämt. Was sollte das? Das war echt unnötig. Das war einfach nur zickig. Nur weil wir noch nicht bei McDonald's waren, ne? Jetzt geht's auch. Zahnarzt ist überstanden. Du hast es okay gemacht. Ich mach gerade die ganze Zeit Geräusche. Es hat eben schon wieder geschrien. Ach, bitte jetzt nicht, ja? Chill, chill. Irgendwie ist es gerade entspannt. Also es macht die ganze Zeit so kleine Geräusche. Als wäre es gerade aufgewacht oder so. Ja, ich kann das auch gar nicht richtig deuten, weil ich keine Ahnung habe.
Wir sind zu Hause angekommen, aber ich konnte nicht mal den Einkauf ausräumen. Es hat schon im Treppenhaus angefangen zu schreien. Hey! Hey! Okay! Was tust du denn? Das war bestimmt doch nicht die Windel, oder? Doch? Okay. Scheiße, es ist nicht die Windel! Warum hört es denn jetzt gerade gar nicht auf? Ich hab Hunger. Alles, was ich machen soll, mache ich, aber es hilft. Es ist knapp 14 Uhr, sie ist gerade die ganze Zeit unnormal unruhig. Mal gucken, wie sie auf fremde Leute reagiert. Scheiße, ich brauch mal diese Flasche. Er hat nicht gepinkelt. Das ist eine Sie. Nein. Vorsicht, ihr werdet gleich beide überfahren von diesem wundervollen Bus. Vielleicht muss ich auch die Windel wechseln. Die Lage hat sich beruhigt. Wir gehen jetzt zu Habibis und holen uns einen leckeren Döner. Das war Maxi Cosi. Heißt das Cosi wegen gemütlich? Ja, normal. Das ist maximal Cosi, Digga. Ja. Alles wird gut. Ist Gott sei Dank ruhig. Das ist mein Food. Und jetzt erstmal kurz jagen. Ich glaube, es wird heute noch anstrengend. Wenn es keinen Hunger hat, dann hat es auch wirklich keinen Hunger. Irgendwas anderes. Windel ist gewechselt. Das ist jetzt falsch. Was ist das Problem? Du willst auch Döner, ne? Nimm, komm. Oh Mann! Guck mal, wie ich es zum Leise bringen werde. Das ist doch was anderes. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Da, keinen Text nicht mehr. Doch scheißegal, sie weint gleich nicht mehr. Wo hast du das Baby eigentlich her? Und when the baby don't come. Man muss auch beides können im Leben. Jetzt muss ich wieder Scheiße dran machen. Oh ja. So. Das ist aber super Maxi-Cosi. Das ist Mini-Cosi. Also, wir sind jetzt gerade nochmal einkaufen. Ich bin gleich bei meiner Mama eingeladen. Und dann bringe ich jetzt ein paar kleine Leckereien. Sie findet das super bequem, okay? Und jetzt wird auch noch für Kaffee und Kuchen vorgesorgt. Ich habe sie auch ein bisschen zugedeckt. Alles unter Kontrolle. Top. Das ist eine gute Arbeitsaufteilung. Ich arbeite hier am Kuchen. Was hast du gerade gesagt? Lässt sich schmecken. Ja, ja. So, jetzt entspannen wir uns erstmal ein bisschen. Oh Mann! Ich habe mir Kaffee und Kuchen ganz anders vorgestellt. Ich bin gerade so weggepennt, bin so fertig und ich wach von diesem Schreien auf und ich denke mir, was ist denn jetzt schon wieder los? Oh, ich bin so fertig. Wann gehen wir denn schlafen? We're outside! We're going home! Wir müssen jetzt ungefähr 2 Kilometer durch den Regen nach Hause spazieren. Das ist wirklich alles andere als leicht. Aber wir schaffen das. Zusammen sind wir ein starkes Team! Oh goodness! Wir sind gerade zu Hause reingekommen. Es hat eh schon angefangen. Es ist 20 Uhr! Komm schon. Oh mein Gott. Wieso ist das so anstrengend? Vielleicht machen wir erstmal noch einen kleinen Mittagsschlaf zusammen. Ich glaube, mit so einem kleinen Weinendl läuft das alles viel besser. Wir sind ja Powerfrauen, deswegen kochen wir jetzt Gigi Hadids Wodka-Pasta. Mama muss ja auch ein bisschen Spaß bei der ganzen Sache haben, ne? So, Tomatenmark. Nein. Ich schwöre auf alles, ich würde mir jeden Tag sowas von Essen bestellen einfach. Oh, ich schwöre, das ist doch nicht normal. Was? Aber ich glaube, das wird wenigstens geil. Ich mache hier sogar richtig auf Italienisch mit Hobel und so. Oh mein goodness. Then in here, 2 shots of vodka. We get it lit tonight. I'll repeat it. Yes. We good? We good. Um 22 Uhr komme ich jetzt auch mal zum Essen. Scheiße, den muss man vorher schütteln. Hoffe einfach, dass Leila heute noch durchschläft. Ich habe jetzt hier noch so einen Rotweinmousse. Ich weiß nicht wieso, das hat mich irgendwie angelächelt. Irgendwann muss mir auch was zur Ruhe kommen. Ja, Mann. 22:09 Uhr. Ich bin am Ende. Ich werde sowas von jetzt hier Netflix anmachen. Du wirst da jetzt sowas von ein bisschen chillen. Das reicht mir jetzt. Guck mal, chillen ist doch voll chillig. Geil. Nee. Oh, Mann, no! Scheiße, ich glaube, ich muss die Windel wechseln. Wieso? Das ging jetzt aber schnell, ne? Das nächste Mal, wenn du jetzt einschläfst, gehen wir erstmal schlafen. Wir sind nicht alle müde, okay? Bitte wenigstens 2 Stunden oder so. 23.30 Uhr. Nicht mehr lange, bis 24 Stunden um sind, ne? Schlaf gut, Licht aus, schlafen. Leute, das ist absolut... Ich hab keinen Bock mehr. Es ist einfach 2:05 Uhr. Ich hab keine Ahnung, was es will. Oh mein Gott, das ist ja chillig. Okay. Jetzt, wenn das jetzt wirklich
alles war, dann ist ja gut. In 2 Stunden schaltet sich dieses Baby endlich ab. It is over! Yeah. Layla hat die ganze Nacht durchgeschlafen. Ich fühle mich erholt. Das Baby ist jetzt auch ausgeschaltet, also es wird jetzt auch nie wieder schreien. Und das Krasse ist, man bekommt jetzt noch eine Auswertung. Wenn ich dieses Baby jetzt wieder einschicke, dann können die diesen Chip, der da drin ist, auswerten. Weil jedes Mal, bevor ich irgendwas gemacht habe, musste ich so einen Chip daran halten, damit es aufzeichnet, was ich mache. Ich bin richtig gespannt auf die Auswertung, ob ich dafür bereit bin, Mama zu sein oder nicht. Das Ganze wird jetzt aber noch ein bisschen dauern. Deswegen folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Da werde ich das nämlich mitteilen. Und dann finden wir heraus, ob ich mir noch Zeit lassen soll oder ob ich direkt loslegen kann. Falls dir das Video gefallen hat, dann hinterlass auf jeden Fall hier ein Like, ne, so wie es sich zeigt. Es hat sich gereimt, oh mein Gott. Hype. Und natürlich den Channel nicht vergessen zu abonnieren. Sonntag gibt es natürlich auch wieder ein Video. Seid alle am Start. Und ja, Mann, ich bin froh, dass es vorbei ist. Aber war schön. Ich habe ein bisschen Gefühle aufgebaut.